Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Gelbsucht, unglaubliche Müdigkeit, Krämpfe und Verwirrung, Koma und schließlich Tod. All das wird durch Malaria verursacht. Laut Statistik gab es im Jahr 2020 241 Millionen Malaria-Fälle. Im Jahr 2019 waren es nur 227 Millionen Fälle. Die geschätzte Zahl der Malaria-Todesfälle lag im Jahr 2020 bei 627.000, 69.000 mehr als im Vorjahr. Man sollte meinen, dass Medizin sich ständig weiterentwickelt. Sollte es nicht anders sein? Leider nicht, wenn es um Malaria geht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation treten 95% aller Malaria-Fälle in afrikanischen Ländern auf, ebenso wie 95% der Malaria-Todesfälle. Sie tötet jeden Tag Menschen, alle paar Minuten. Um zu verstehen, warum Malaria so gefährlich ist, sollten wir einen Blick auf ihren Lebenszyklus werfen. Und natürlich müssen wir mit der Infektion beginnen. Malaria breitet sich aus, wenn Moskitos Menschen stechen und mikroskopisch kleine Parasiten, sogenannte Sporen, aus ihren Speicheldrüsen freisetzen. Natürlich sind es die weiblichen Mücken, die stechen, die Parasiten freilassen, welche in die Blutbahn eindringen und schnell Richtung menschlicher Leber wandern. Dort reifen sie innerhalb von 8 bis 30 Tagen heran und vermehren sich ungeschlechtlich. In diesem Stadium spürt die infizierte Person noch keine Symptome, nichts Verdächtiges. Der eigentliche Schrecken beginnt erst später. Im Allgemeinen ist der Rüssel eines Moskitos ein sehr erstaunlich flexibles Organ. Er kann sich fast in einem 90-Grad-Winkel biegen und auf eine wirklich unglaubliche Weise zwischen Zellen eindringen. So kann die Mücke ihre Beute nach Blut absuchen. Ja, sie können nicht einfach einen Rüssel ausstechen und sofort Zugang zu einem Blutgefäß finden. Obwohl die Mücke natürlich das gerne hätte. Aber wenn eine Mücke eine Beute findet, beginnen ihre Mundwerkzeuge sie zu untersuchen. Es ist, als hätte die Mücke einen Roboterarm statt eines Rüssels oder sowas. Oft braucht eine Mücke mehrere Anläufe und ein paar Minuten, um Blut zu finden. Stell dir die Überraschung der Wissenschaftler vor, die das einmal entdeckt haben. Um ehrlich zu sein, als ich als Kind erfuhr, dass Moskitos gibt, die Malaria übertragen, dachte ich, dass sie irgendwie anders aussehen müssen. Zum Beispiel riesig und ähnlich wie diese Schnaken. Vorsichtshalber fing ich an, mich vor ihnen zu hüten, obwohl die Dinge eigentlich ein bisschen anders sind. Malaria wird von Stechmücken der Gattung Anopheles übertragen. Man sagt, dass ihr Bauchbereich nach oben zeigt, wenn sie sich auf Beute setzen und nicht parallel zum Körper wie bei anderen Mücken. Du kannst Malaria-Mücken auch an ihren Pups, den Anhängseln des Mundapparates, erkennen. Im Allgemeinen ist es verdammt schwierig zu erkennen, welche Mücke Malaria überträgt und welche nicht. Es sei denn, du bist ein Wissenschaftler, der das Verhalten der Insekten genau beobachtet. Moskitos, die mit dem Parasiten infiziert wurden, die Malaria verursachen, verbringen mehr Zeit mit der Suche nach Beute. Es ist nicht klar, warum die Parasiten das Nervensystem des Insekts kontrollieren oder Aktivitäten von Genen in den Mundwerkzeugen verändern könnten. Auf jeden Fall geben infizierte Moskitos selten auf, wenn sie kein Blut finden können. Ein solches Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Parasiten trotzdem ihr Ziel erreichen und die Mücke trotzdem an das Blut gelangt, um Malaria zu verbreiten. Außerdem verfügen weibliche Malaria-Mücken über spezielle Geruchssensoren, die darauf ausgerichtet sind, Menschen aufzuspüren. Ja, sie wissen genau, wen sie stechen müssen. Aber was passiert, nachdem die Parasiten in unseren Körper gelangt sind? Sobald der Parasit in den Blutkreislauf gelangt ist, dringt er in die roten Blutkörperchen ein. Und dann, wie ich schon gesagt habe, entwickelt er sich und vermehrt sich weiter. Ein solches infiziertes rotes Blutkörperchen hat unter dem Mikroskop ein charakteristisches Aussehen. In ihrem Inneren ist ein Malaria-Parasit deutlich zu erkennen, der wie etwas Blaues aussieht. Manche nennen es einen Siegelring, aber das hängt nur von der Fantasie ab. Sobald die Parasiten im Blut sind, verursachen sie Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Körper- und Kopfschmerzen. Aber das ist erst der Anfang. Infizierte rote Blutkörperchen sind nicht mehr so elastisch, wie sie eigentlich sein sollten. Das bedeutet, dass sie nicht mehr durch die Kapillaren, die kleinsten Blutgefäße, wandern können. Deshalb neigen sie dazu, den Blutkreislauf in den wichtigen Organen zu verstopfen, vor allem im Gehirn, in den Nieren und in der Lunge. Je höher die Parasitenanzahl ist, desto stärker ist der Verstopfungsprozess. Manchmal schädet Malaria auch die Organe selbst. Der Malaria-Parasit macht auch die roten Blutkörperchen brüchiger, was bedeutet, dass ihre Lebensdauer stark verkürzt wird. Die daraus resultierende Zerstörung der roten Blutkörperchen führt zu Anämie. Es gibt nicht genug rote Blutkörperchen im Körper, um Sauerstoff zu transportieren. Ohne Sauerstoff kann ein Mensch einfach nicht überleben, aber das ist nur die Hälfte des Problems. Im Laufe der Evolution hat sich unser Körper an eine ganze Reihe von Krankheiten angepasst, aber nicht an Malaria? Um sich im Inneren eines Menschen auszubreiten, müssen sich die Malaria-Parasiten ständig vor dem Immunsystem verstecken. Und sie verstecken sich nicht nur, sie haben die perfekte Verkleidung gefunden.
Der Parasit verändert ein wichtiges Protein auf seiner Oberfläche. Das Gen, das für dieses Protein im Kern des Parasiten kodiert, wird so oft ein- und ausgeschaltet, dass das Protein entweder vorhanden ist oder etwa nicht. Stell dir vor, du bist auf der Suche nach etwas Gefährlichem oder Verdächtigem und es verschwindet immer wieder und taucht auf einer anderen Stelle auf. Und ungefähr so geht es dem menschlichen Immunsystem, wenn es Malaria bekämpft. Dieser On-Off-Prozess des Gens ermöglicht es dem Parasiten, sich unentdeckt zwischen den roten Blutkörperchen zu bewegen. Sobald sich der Parasit in einer neuen roten Zelle befindet, wird er wieder er selbst. Dort kann er sich entspannen und beginnt neue Parasiten zu produzieren, die das Muster wieder und wieder wiederholen. Wenn wir in etwa verstehen, wie Malaria funktioniert, können wir sie sicherlich mit einem Impfstoff bekämpfen. Aber das Problem ist, dass wir es mit Parasiten zu tun haben und nicht mit Viren, die das Immunsystem sehr gut austricksen können. Natürlich versuchen Wissenschaftler, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln, aber im Moment nennen sie den Entwicklungsprozess einen Friedhof der Ideen. Bisher wissen die Wissenschaftler viele Dinge, die nicht gegen Malaria wirken und nur wenige Dinge, die es tun. Sie haben zum Beispiel mehrmals versucht, den Parasiten zu bekämpfen, wenn er bereits im Blut ist, aber jedes Mal erwies er sich als schlauer. Warte mal, wir haben bis jetzt herausgefunden, wie Malaria in den menschlichen Körper gelangt und was er dort anrichtet. Aber wie kommt der Parasit überhaupt in die Stechmücke? Er kann doch nicht einfach so im Inneren des Insekts auftauchen, oder? Steve? Nun, es sieht so aus, als ob Moskitos Malaria bekommen, wenn sie eine infizierte Person stechen. Korrigier mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber wenn eine Mücke Blut trinkt, nimmt sie die Geschlechtszellen auf, also die Vorläuferzellen. Aus ihnen entwickeln sich später die reifen Geschlechtszellen, die Gameten. Nach einer Reihe von Umwandlungen entstehen tausende von Superoxiden, die in die Speicheldrüsen der Moskitos gelangen. Nun, dann sticht eine infizierte Mücke eine gesunde Person und der Zyklus beginnt von neuem. Du musst zugeben, das klingt alles ziemlich beunruhigend. Aber immerhin verursacht nicht jeder Stich einer infizierten Mücke Malaria. Es hängt alles von der Anzahl der Parasiten ab, die das Insekt in sich trägt. Manche Mücken sind einfach voll von Sporen, sodass es dadurch mit ziemlicher Sicherheit zu einer Infektion kommt. Außerdem wird die Krankheit so schnell wie möglich fortschreiten. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Stechmücken in der freien Natur entweder nicht oder nur im geringen Maß infiziert sind. Die schlechte Nachricht ist, dass einige von ihnen trotzdem super gefährlich sind und du den Unterschied zwischen ihren Stichen nicht bemerkst, bis es zu spät ist. Außerdem sind Mücken schon lange Überträger von Malaria und sind offenbar gut daran geübt. Im Jahr 2019 berichteten Wissenschaftler, dass sie eine 100 Millionen Jahre alte Mücke entdeckt haben, die perfekt in Bernstein konserviert ist. Obwohl sich diese Art als völlig neu herausstellte, konnte festgestellt werden, dass sie mit den modernsten Malaria-Mücken verwandt ist. Sozusagen ihr Urgroßvater, der vor 100 Millionen Jahren die gleiche Krankheit übertragen konnte. Damals stachen die Mücken wahrscheinlich Vögel, kleinere Säugetiere und Reptilien. Das heißt, sie haben Malaria unter den Dinosauriern verbreitet. Ja, unser Planet leidet schon seit geraumer Zeit unter dieser Krankheit. Und es wäre unfair zu sagen, dass Moskitos der Menschheit noch nie einen Nutzen gebracht haben. Wenn du mal darüber nachdenkst, verdanken die USA ihre Unabhängigkeit teilweise den Moskitos und der Malaria. Viele entscheidende Schlachten während des amerikanischen Revolutionskriegs fanden nämlich in den südlichen Regionen statt, wo Malaria sehr verbreitet war. Die britischen Truppen hatten so gut wie keine Erfahrung im Kampf gegen Malaria und konnten ihr daher nicht widerstehen. Die amerikanischen Milizionäre und ein Großteil der Kontinentalarmee hingegen waren im Süden aufgewachsen und hatten jeden Sommer ihres Lebens mit Malaria zu kämpfen. Im Sommer 1780 wurde die britische Armee von einer ganzen Malaria-Epidemie heimgesucht. Irgendwann waren die Soldaten so krank, dass sie sich nicht einfach mal bewegen konnten, geschweige denn auf Augenhöhe mit ihren Gegnern kämpfen. Das Problem war, dass niemand genau wusste, wie sich diese Infektion verbreitete. Die Briten ahnten nicht, dass die Moskitos an allem schuld waren. Am Ende erkrankten so viele Soldaten, dass ihr Kommandeur kapitulieren musste. Aber wenn du anfängst zu denken, dass die Wissenschaftler überhaupt nichts tun und auch nach so vielen Jahren keine Lösung für das Problem gefunden haben, dann stimmt das nicht. Es gibt zumindest bestimmte Medikamente zur Behandlung von Malaria, aber die beste Möglichkeit, sie zu stoppen, ist, Mückenstiche zu verhindern. Natürlich kann man diese Insekten nicht einfach dazu bringen, Menschen nicht mehr zu stechen. Aber in den letzten Jahren haben Forscher damit begonnen, mit Möglichkeiten zu experimentieren, die Übertragung von Malaria direkt an der Quelle, also im Inneren der Mücke, zu verhindern. Sie haben neue Geneditierungstechniken eingesetzt. Ja, die Wissenschaftler versuchen, genetisch veränderte Mücken zu züchten, indem sie ein verändertes Gen in die Mücke einführen, das sie daran hindert, den Malaria-Erreger zu übertragen. Das könnte auch wirklich helfen. Die Insekten in der Studie wurden resistent gegen Malaria und waren auch in der Lage, das neue Gen an 99,5% ihrer Nachkommen weiterzugeben.
Das bedeutet, dass diese Insekten in ein paar Generationen das Gen an wilde Mücken weitergeben können und so eine natürliche Barriere gegen Malaria-Infektionen schaffen. Aber das befindet sich noch in der Forschungsphase. Sicherlich gibt es einige ernsthafte Risiken und Komplikationen. Zum Beispiel könnten sich modifizierte Moskitos, die sich mit wilden Mücken kreuzen, plötzlich in die falsche Richtung mutieren und eine weltweite Epidemie auslösen. Übrigens, das klingt doch nach einem super guten Plot für einen Katastrophenfilm. Oder wurde so etwas nicht schon einmal verfilmt? Naja, und doch scheint es mir, dass dies unsere Rettung sein sollte. Laut Statistik stirbt alle 2 Minuten ein Kind unter 5 Jahren an Malaria. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Malaria-Mücken fernzuhalten, aber sie sind nicht so einfach anzuwenden. Zum Beispiel ein Parfüm, das nach Mensch riecht. Die Sache ist nämlich die, dass Malaria-Mücken Kühe nicht wirklich gerne stechen. Also arbeitet man jetzt an einem nach Menschen duftenden Kölnischwasser für Kühe. Sie wollen damit die Mücken dazu bringen, Kühe statt Menschen zu stechen. Und ja, die Kühe werden davon nicht betroffen sein. Zum Glück bekommen sie in keinem Szenario menschliche Malaria. Und vielleicht hast du jetzt, so wie ich, eine logische Frage. Wenn Moskitos eine gefährliche Krankheit übertragen, können wir sie dann nicht einfach ausrotten? Warum nicht einfach alle Moskitos töten? Nun, zunächst einmal ist das eine sehr schlechte Entscheidung für das Ökosystem. Egal wie gefährlich die Mücken für uns sind, sie sind ein Teil der Nahrungskette, genau wie alle anderen Lebewesen. Und zweitens ist das einfach unmöglich. Selbst wenn wir uns entscheiden, die Umwelt und alle anderen Überlegungen zu ignorieren, ist die Vernichtung der Mücken etwas aus dem Reich der Science Fiction. Moskitos sind verdammt gut darin, sich zu vermehren. Egal wie viel Mühe wir uns geben, die Mücken auszurotten, es wird immer irgendwo eine überlebende Population geben. Und es ist kein Problem für diese Population zu wachsen und die frei gewordenen Gebiete zu besiedeln. Selbst wenn sich die ganze Menschheit gegen die Mücken verbünden würde, sie würden überleben. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Und wie immer, schreibt mir Kommentare, sonst bist du heute Abend von der Mücke gestochen. Auf Wiedersehen.